Feuer frei. Okay. Dann herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Mein Name ist Wolf Rost. Ich arbeite an der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Und mit Joomla hatte ich das erste Mal zu tun 2008. Da ging es dann also bei mir los mit mal reinschnuppern, was kann denn das Content Management System, und dann auch letztendlich ging es dann über zur Entwicklung. Und das erste Mal auf einem größeren Event von Joomla war ich jetzt 2015 auf der J&B Beyond in Prag und habe da viele Leute kennengelernt, wo dann immer wieder die Frage aufkam, was macht ihr denn, was machst du denn bei euch in der Gruppe? Und genau das ist eben, was ich heute euch vorstellen will. Ich werde also über unsere zwei größeren Projekte, den TM Organizer und TM Groups, berichten, euch das zeigen. Und wenn da noch Zeit bleibt, ein bisschen, wie wir in dem universitären Feld entwickeln. Also wir haben immer wieder viele Studenten bei uns, die dann entweder eine Abschlussarbeit machen oder auch als Tutoren arbeiten, und die entwickeln dann auch immer an den ganzen Erweiterungen, die wir eben bei uns einsetzen mit. Unsere Gruppe, unsere Arbeitsgruppe, in der ich arbeite, ist die iCampus-Gruppe. Wir entwickeln und warten eben unsere Joomla-Erweiterung an unserer Hochschule. Und wie man hier sehen kann, wir machen das schon seit 2008 und haben über 90 Erweiterungen schon geschrieben. Natürlich nicht ich alleine, sondern, wie ich eben schon erwähnt habe, es kommen immer wieder Studenten mit Abschlussarbeiten oder eben auch Arbeitsverträgen, die dann eben bei uns Sachen weiterentwickeln, Wünsche umsetzen oder eben auch das Ganze verbessern. Dadurch haben wir natürlich auch eine hohe Fluktuation in dem Entwicklerteam und können jetzt vielleicht nicht so viel schaffen wie ein festes Team, das jetzt über 3-4 Jahre zusammen ist, sondern bei uns ist es dann meistens eher so, dass die Leute ein halbes Jahr, vielleicht maximal ein Jahr da sind und dann eben an den entsprechenden Erweiterungen mitentwickeln. Wir sind mittlerweile so weit, dass wir all unsere Fachbereichsseiten an der TRM auf Joomla umgestellt haben. Die verwenden also alle Joomla, und dann eben auch mit den letzten 2-3 Jahren kam das, dass dann die jetzt auch unsere Komponenten und Module, unsere Erweiterungen eben einsetzen. Das sind, ich glaube, 13 Stück müssten es sein. Unter anderem auch unsere Haupt-TRM-Seite benutzt Joomla mittlerweile. Okay, kommen wir zum ersten Projekt, den TRM Organizer. Den TRM Organizer wurde entwickelt, um die Planungssoftware für unseren Fachbereich zu sein. Damit können wir also dann Ressourcen verwalten und auch planen. Also planen, da geht es dann um die Veranstaltungen planen. Wir haben einen Stundenplan da drin. Wir haben viele Ressourcen, also wir haben die Dozenten, wir haben die Räume, wir haben die Fachbereiche, die alle in diesem Projekt gemanagt werden und letztendlich dann über Frontend-Ansichten den Studenten, den Dozenten, dem Sekretariat etc. Zur Verfügung gestellt werden. Und der Organizer, hier dargestellt, schöne Grafik, besteht eigentlich zum größten Teil aus einer Hauptkomponente, aber an diese Hauptkomponente schließen sich eben noch viel Module an und Libraries und Plugins. Hier möchte ich nochmal kurz die Library TRM Core, haben wir sie genannt, hervorheben. Diese verwenden wir in unseren Projekten, um die Backend-Ansichten zu verwalten oder zu erstellen. Ihr kennt das ja, also im Backend hat man eigentlich immer eine Liste von seinen Einträgen. Bei uns sind das eben Ressourcen, wie Dozenten, Räume. Und dann kommt man per Klick auf eine Ressource, auf die Detailansicht. Und diese Library nimmt uns eben sehr viel Arbeit ab bei der Erstellung dieser Listen und Detailansichten, sodass wir letztendlich bei uns in der Komponente für die Backend-Views nur, ich glaube, einen Aufruf ist es, ne, James? Genau, nur einen Aufruf haben,
der, wo dann letztendlich dann die ganzen, da gibt es ja Sortierungen und die Spaltensortierung, das Suchen, das wird alles durch diese Library eben dann dargestellt. Das funktioniert natürlich sehr gut im Backend nur, weil ja, das gibt halt immer viele Sachen gleich. Im Frontend ist das dann immer schwieriger. Wir haben natürlich auch ein Search-Plugin und letztendlich noch ein Modul, um Räume anzuzeigen. So, unsere Stammdaten. Also ich hatte es eben schon mal erwähnt. Wir haben also Dozenten, Monitore, Räume, die ganzen Fächer, also die Veranstaltungen, die an der Hochschule stattfinden, die Studiengänge, die Fachbereiche und all das, die Module, Modulhandbuche gibt es nachher noch, haben wir bei uns in der Datenbank drin, die Daten, also die Stammdaten werden gepflegt und sind eben für auch alle Fachbereiche verfügbar. Und deswegen können wir dann eben auch, ihr seht es dann auf der rechten Seite, ja, Frontend-Ansichten bereitstellen, die letztendlich die Ressourcen schön aufbereitet darstellen für den Studenten. Zum Beispiel haben wir da das Curricula. Das ist an der Hochschule sehr wichtig, weil all das, was im Curricula steht und auch wie das aufgebaut ist, das ist eben das, was dann letztendlich der Student auch erwarten kann, was er dann ja, angeboten bekommt in unserem unserem Studiengang. Dann gibt es das Lehrdeputat, das wird benutzt für, da haben die Dozenten Zugriff. Die können also, bei uns ist das so, dass jeder Dozent, jeder Lehrende einen B-Bogen ausfüllen muss, indem er dann nachweist, was er denn gemacht hat in dem Semester. Welche Veranstaltung, wie aufwendig war die, wie viele Stunden hat er, also wie viele Stunden hat er investiert. Und das müsste man, bisher ist das ein Formular, ein ganzes Papier, muss man halt ausfüllen. Und in diesem Lehrdeputat kann sich eben der Dozent das für sich ja, anzeigen lassen. Und letztendlich, so ist es dann gedacht, später wahrscheinlich auch automatisiert oder automatisch eben ausfüllen lassen. Da sieht man also, was man gemacht hat und wie aufwendig das war. Dann haben wir noch den Modulkatalog. Bei uns, jede Veranstaltung ist beschrieben, hat feste Angaben, was da gelehrt wird, was die Voraussetzungen sind, wer die Dozenten sind, all das steht eben in einem Modulbuch drin, Modulhandbuch drin. Und den Ressourcenverbrauch kann man sich auch anzeigen lassen. Da sieht man dann also einmal noch die Räume, wie stark die quasi von welchem Fachbereich dann benutzt werden. Also da steht dann drin, der Raum A20, 210 bei uns wird vom Informatik, Studiengang, Bachelor eben 50 Stunden in dem Semester belegt. Und dann wird eben noch die anderen Studiengänge sind da auch noch aufgezeigt. Das Highlight, würde ich sagen, für jeden Studenten ist bei uns der Stundenplan. Den werde ich eben gleich auch nochmal genauer eingehen. Im Stundenplan wird eine Wochenansicht dargestellt mit den verschiedenen Veranstaltungen, die in dieser Woche stattfinden, mit dem Dozent, Uhrzeit, wann das stattfindet, Dozent, Raum. Auch die Modulbeschreibung ist dahinter hinterlegt. Und der Student kann sich aus diesem Veranstaltungsplan, diesem Wochenplan, seinen eigenen Stundenplan dann fürs Semester auch zusammenklicken, so wie er das eben braucht. Und damit das hier jetzt nicht so trocken wird, habe ich nochmal vor eine Live-Demo. Ist vom Bild her ein bisschen schlecht zu sehen, aber ich werde jetzt mal rüber wechseln in die Live-Demo. Falls Fragen sind, könnt ihr die gerne zwischendurch auch stellen. Okay, dann sieht man das, sieht man nichts natürlich. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Genau. Ja, da ist es doch. Okay, ich arbeite jetzt nur lokal bei mir. Das ist also ein Klon unserer Seite. Und ich gehe jetzt mit Ihnen die ganzen die ganzen Ansichten mal durch. Kurz. Als erstes kann man natürlich auswählen, welchen Fachbereich man ist. Ich nehme jetzt mal MNI, also Mathematik, Naturwissenschaften und Informatik. An dem habe ich auch studiert, an dem Fachbereich.
Und als nächstes kann ich dann eben den Stundenraum und Klausurpläne anzeigen lassen oder eben das Modulhandbuch. Und ich fange einfach mal mit dem Stundenplan an. Und als nächstes muss ich noch auswählen, welches Semester. Ich nehme einfach mal das, was jetzt demnächst aktuell wird. Okay, das wäre also das Wintersemester. Und was wir hier jetzt sehen, was sie gerade aufbaut, ist eine Rich Internet Application, die mit dem JavaScript Framework XJS5 geschrieben wurde, in der wir jetzt gleich, wenn man auf der linken Seite was auswählt, wir haben also die Gruppenpläne, Dozentenpläne und Raumpläne. Es kann ja sein, man weiß, bei welchem Dozent man gerne was hören will, dann geht man auf den Dozentenplan, wählt den Dozent aus. Oder eben man weiß zumindest, in welchem Studiengang man sein sollte. Und genau das sind eben die Gruppenpläne. Ich kann ja also den Gruppenplan auswählen. Dann sage ich, ich studiere Bioinformatik im Bachelor und bin im ersten Semester. So, ist noch eine kleine Abfrage, dass man nicht denkt, der Stundenplan ist leer, sondern dass man eben direkt zum Semesteranfang springen kann, weil das Semester, glaube ich, jetzt erst am 5.10. losgeht. Genau. So, jetzt hat sich hier ein Grid aufgebaut, diese Wochenansicht, die ich eben schon angesprochen habe, in der ich jetzt für jeden Tag und jeden Block sehe, welche Veranstaltungen in diesem Block stattfinden, bezogen auf meine Auswahl, die ich eben getroffen habe. Also das sind jetzt für diese Woche vom 5.10. bis 10.10. alle Veranstaltungen, die relevant sind für das erste Semester Bioinformatik Bachelor, weil ich das eben ausgewählt habe. So, ihr seht also, die Blöcke gehen von 8 Uhr bis 19 Uhr, geht das los. Ich kann auch vielleicht noch mal ein bisschen ranzoomen, ist das für euch größer? Genau. Was wir Schönes hier drin haben, ihr seht also, das Grid ist jetzt erstmal, ja, die Blöcke gehen immer von den gleichen Uhrzeiten. Wir haben aber, wir unterstützen auch, dass man mehrere Grids anzeigen kann mit unterschiedlichen Uhrzeiten für die Blöcke. Also es könnte ja sein, dass bei anderen Leuten der erste Block, sage ich mal, von 7 bis 8 Uhr nur ist. Und das kann diese Ansicht eben auch unterstützen. Was man weiterhin sieht, hier Dienstag, jetzt die Veranstaltung. Wir geben also den Titel an der Veranstaltung. Wir geben an als nächstes, welcher Dozent das hält, diese Veranstaltung. Und hier ist jetzt gerade noch ein bisschen was Besonderes. Ihr seht also, ich hoffe, das kann man sehen, hier gibt es einen Dozent, der grün ist und einen Dozent hier unten, der ausgegraut und auch durchgestrichen ist. Das ist deshalb so, weil wir auch ein Delta bilden zwischen zwei Ständen von Stundenplänen oder von Semesterplänen. Das heißt also, in dem neuen Stundenplan ist jetzt der alte Dozent hier grau durchgestrichen, weggefallen und wurde durch einen anderen ersetzt und das wird eben in dieser Ansicht auch noch angezeigt. Und man kann auch sagen, zeige diese Änderung, dieses Delta, dieser zwei Stände von mir aus über zwei Wochen an oder nur einen Tag oder auch das ganze Semester lang. Das seht ihr also hier mit dem grünen und dem ausgegrauten Dozenten und als nächstes kommt dann noch der Block, der Raum, in dem die Veranstaltung stattfindet. Gut. Soweit. Jetzt ist noch zusätzlich drin, dass man hier über die Dozenten und Räume drüber gehen kann und ihr seht schon, da ist also ein Link hinterlegt und in diesem Fall ist es so, dass wenn ich jetzt auf den Raum klicke, die Raumansicht, die Wochenansicht für diesen Raum geöffnet wird, sodass man sich auch schön überall durchhangeln kann durch die Ressourcen und schauen, was wird denn noch weiter in diesem Raum über die Woche geschehen an Veranstaltungen. Abhängig davon, also ich gehe noch mal kurz zurück hier oben in den anderen Tab, das ist jetzt ein Gruppenplan, deswegen zeigen wir als Information hier unten nur den Dozent und den Raum an und nicht die Gruppe selber, weil man das eben sieht, dass man oben in dem ersten Semester ist. Auf dem Raumplan wiederum, das ist jetzt ein Raumplan, zeigen wir dann den Dozent und die Gruppen an, weil es wiederum keinen Sinn macht, da den Raum anzuzeigen, weil man es eben oben schon hat in dem Tab. Gut. Außerdem kann man dann noch hier eine Woche weiterspringen und kann dann sehen, was in dieser Woche stattfindet.
Es gibt Veranstaltungen, die regelmäßig jede Woche stattfinden. Es gibt aber auch Veranstaltungen, die nur alle zwei Wochen sind. Und das kann man eben schön dann hier durchnavigieren. Das springt also immer eine Woche weiter. Okay. Wir haben auch einen Download eingebaut, dass man sich seinen Stundenplan oder diese aktuelle Ansicht dann als PDF herunterladen kann oder auch direkt in sein Kalenderprogramm einfügen kann. Ich mache das mal kurz hier und öffne das. Dann hat man eben in der Kalenderansicht hier alle Veranstaltungen über das ganze Semester drin. Und jetzt ist es natürlich sehr viel, weil ich einfach erstmal alles genommen habe. Der normale Anwendungsfall wäre, dass man einen eigenen Stundenplan zusammenstellen würde. Und dafür muss ich mich einloggen. Das mache ich mal kurz. Und ihr seht dann eben direkt, dass hier ein neuer Tab auf ist, der Mein Stundenplan heißt. Und ich gehe jetzt mal eine Woche weiter, weil ich habe da schon etwas eingefügt. Und jetzt sieht man auch, dass an den Veranstaltungen hier noch ein Icon hinzugekommen ist. Dieses kann ich jetzt drücken und dann würde die Veranstaltung aus meinem Stundenplan wieder rausfallen. Wenn ich jetzt aber noch was hinzufügen will, könnte ich zum Beispiel mal, weil die Veranstaltungen so interessant sind, auf die Veranstaltungen von dem Wolf Rost gehen und würde das jetzt hier sehen. Also in dem nächsten Semester hält er anscheinend zwei Veranstaltungen, die will ich besuchen und dann wähle ich die aus mit einem Klick und dann sind die jetzt in meinen Stundenplan gewandert. Das wird auch nochmal farblich dargestellt, dass also die ausgewählten Veranstaltungen, die ich in meinem Stundenplan habe, noch grünlich hinterlegt werden, der Block. Und natürlich hat sich auch das Icon geändert. Was wir auch noch haben, ist, dass jetzt die Veranstaltungen in meinem Stundenplan berücksichtigt werden in dem anderen Plänen. Das ist hier dann mit dem blauen Block gekennzeichnet. Also in diesem Block habe ich mir schon eine Veranstaltung gesetzt. Der ist dann quasi als Busy markiert. Okay. Ich komme in meinen Stundenplan zurück, da sind also diese zwei neuen Veranstaltungen, die ich mir hinzugefügt habe, kann das speichern und dann wäre es eben auch persistent für meinen nächsten Besuch hinterlegt und ich kann damit dann weiterarbeiten. Okay, habt ihr noch Fragen zu dieser Ansicht, wenn wir gerade da sind? Das ist auch XJS? XJS, ja, 5. Mittlerweile. Ist historisch gewachsen oder damals als ist historisch gewachsen, ja. War ganz am Anfang war immer eine Diplomarbeit und hat sich immer weiter. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es ja nicht mehr so der richtig heiße Shit, wo man sagt, ja, dann mache ich jetzt ein neues Projekt mit. Ja, es ist meiner Meinung nach sehr gut für Rich Internet Applications. Also da unterstützen die sehr, sehr viel. Wenn man jetzt nur mal ein Formular validieren will, dann würde ich auch jQuery oder eben ein anderes Framework nehmen. Das stimmt, ja. Ja, bitte? Kurze Frage, gibt es da eine Möglichkeit, dass das System mich warnt, wenn es Terminüberschneidungen gibt? Oder wenn ich einen Dozenten für zwei Kurse einplane und ich komme so aus diesem Seminarbereich halt auch, das ist ja super grau. Ja, genau. Ja, also das ist jetzt wirklich nur die Webansicht, die letztendlich die Daten verwendet. Wir haben noch eine Planungssoftware im Einsatz und diese würde das dann melden. Also hier ist so eine Meldung nicht vorgesehen. Okay, dann gehen wir weiter. Ich hatte das Modulhand oder die Modulbeschreibung auch angesprochen als Ansicht. Die kann man erreichen, indem man auf einen Link, auf einen Veranstaltungstitel aus dem Stundenplan heraus anklickt, kommt man eben auf die Modulbeschreibung, die jetzt für diese Veranstaltung quasi verpflichtend ist, auf die sich der Student dann letztendlich verlassen kann, dass eben auch zum Beispiel die Lernziele, die Lerninhalte dann vermittelt werden. Ja. Ganz unten hat man eben noch so eine kleine Abhängigkeitsbaum, dass man sehen kann, für was kann ich denn diese Veranstaltung verwenden oder was wird denn eben vorausgesetzt, wenn ich diese Veranstaltung besuchen will. Da ich eben im ersten Semester war, wird für dieses Fach jetzt nichts vorausgesetzt. Man kann es aber für sehr viele andere Veranstaltungen letztendlich dann verwenden.
Wenn ich mal auf internetbasierte Systeme gehe, sieht man eben unten, dass dann die Objektorientierung und Rechnernetze eben dafür vorausgesetzt werden. Okay. Gehe ich einen Schritt hier zurück zu dieser Ansicht wieder und wähle eine andere View aus. Was jetzt passt, das Modulhandbuch, das also eine Auflistung der Modulbeschreibungen ist. Da kann man also auch über diese Ansicht drauf zugreifen. Dort sind dann jetzt alle Module, die wir in unserem Fachbereich haben, aufgelistet. Und eben noch ja, nach unterschiedlichen Kriterien kann man sie hier sortieren. Kann draufklicken, dann sieht man, was diejenige Person eben an Veranstaltungen hält. Oder auch Fachkompetenzen, also ich habe die Informatik und sehe dann jetzt alle Fächer, alle Veranstaltungen der Informatik. Wer sie hält und ganz rechts auch noch, wie viel das müssen die Credit Points sein, ne? Ja, genau. Wie viel Credit Points es dafür eben gibt. Das ist nämlich für den Student ganz wichtig, weil er muss ja im Laufe seines Studiums Credit Points sammeln. Und Credit Points kann er sammeln, indem er dann auf, kann er sammeln, indem er die Veranstaltungen besucht. Gut, gehe ich mal kurz. Okay, das ist geklärt. Jetzt logge ich mich mal kurz ein, weil das ist ein bisschen versteckt, die Ansicht. Okay, ist natürlich klar. Okay, bin jetzt angemeldet. Und wenn ich jetzt wieder einen Fachbereich auswähle, sehe ich jetzt hier noch andere Menüpunkte, unter anderem das Curriculum. Und wenn ich da jetzt reingehe, sehe ich eben, dass der Student im ersten Semester 30 Credit Points erledigen muss und er sieht darunter auch aufgelistet, welche Veranstaltungen angeboten werden, um jetzt endlich diese Credit Points dann zu bekommen. Und das hat er eben in jedem Semester. Würde man hier auf den Link klicken, würde man wieder zur Modulbeschreibung kommen. Es gibt auch noch Ausnahmen, die jetzt dann eine Gruppierung von Veranstaltungen sind. Das sind hier die Wahlpflichtpraktika. Da kann man sich dann also aussuchen, welche Module man erledigt, um diesen Credit Point Pool dann auszufüllen. Und hier gibt es dann auch wieder ein Pop-up-Fenster, in dem man das eben sieht. Gut. Die letzte Ansicht, die vorletzte Ansicht, die ich euch noch zeigen will, ist der Ressourcenverbrauch. Man wählt wieder den Stundenplan aus. Ich nehme mal den MNI Wintersemesterplan wieder. Den hatten wir eben auch angezeigt bekommen. Und hier sehe ich jetzt schon direkt alle Räume aufgelistet mit deren Fachbereichen, Studiengängen und dann eben, ja, wie viele Stunden der Raum belegt ist von dem einzelnen Fachbereich. Habe noch jede Menge Filtermöglichkeiten. Hier unten gibt es auch noch mal mehr, dass ich nach einem bestimmten Raum filtern kann oder nach einem bestimmten Typ und kann mir das letztendlich dann auch als Excel exportieren lassen. Was für die meisten oder für unsere Dozenten allerdings interessanter ist, ist das Lehrdeputat. Dafür muss ich auf diese Seite gehen, weil ich gemerkt habe, dass das lokal nicht bei mir funktioniert. Muss mich da auch anmelden. Also das ist jetzt hier die letztendlich wirklich unsere reale Seite, die auch live ist. Und wenn ich hier auf Lehrdeputat gehe, sehe ich, und dann einen Stundenplan auswählen natürlich. So, sehe ich jetzt zu dem einzelnen Dozenten, welche Veranstaltungen er in dem Semester halten wird, wann die Veranstaltungen stattfinden und letztendlich auch wieder, wie viele Stunden er mit diesen Veranstaltungen verbringt. Und da der Dennis hier ist, kann ich jetzt ihn mal auswählen und mal gucken, ob du was im nächsten Semester machst. Und tatsächlich, er macht also zwei Veranstaltungen, ein Praktikum, Konzepte moderner Softwareentwicklung und Softwaretechnik-Praktikum und sieht dann hier, dass er über das ganze Semester eben 130 Stunden dann damit beschäftigt ist.
Hier links gibt es noch, das ist aber wirklich jetzt Uni-speziell, gibt es noch eine Wertung, weil man auch in seinem Lehrdebutat muss man ja bestimmte Credit Points erfüllen als Dozent. Und für Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten gibt es dann eben ein Viertel Credit Point oder einen halben Credit Point. Und das wird in der späteren Version dann auch mit in diese Berechnung hier unten einfließen, was man alles erledigt hat. Gut. Habt ihr Fragen dazu? Das waren jetzt die Ansichten des Organizers. Und wenn nicht, würde ich jetzt weitergehen zum nächsten Projekt, das wir hatten. Und zwar ist das TRM Groups. TRM Groups wurde entwickelt, um die Benutzerverwaltung von Joomla, um dynamische Profile zu erweitern und dem Benutzer zu ermöglichen, auch eigene Attribute oder erstmal dem Seitenbetreiber eigene Attribute für den Benutzer zu definieren und der kann sie letztendlich dann mit Werten füllen. Und also ihr kennt das ja von Joomla, ich glaube, da gibt es den Vornamen, den Nachnamen, die E-Mail-Adresse. Nicht? Doch. Ne? Nicht getrennt. Was ist denn der Vorname, Nachname? Ja, okay, nicht getrennt, ja. Und das war es dann eigentlich schon an Attributen. Und dafür wurde dann letztendlich das TRM Groups Projekt ins Leben gerufen, um diese Profilverwaltung zu erweitern, um eigene Attribute. Hier gibt es jetzt noch ein paar mehr Erweiterungen, die jetzt an dem Projekt beteiligt sind. Wieder natürlich unsere Hauptkomponente, die die ganzen Daten natürlich beinhaltet und verwaltet. Aber wir haben jetzt auch wieder die libtrm Core, die ihr schon aus dem anderen Projekt kennt, die wir wiederum für die Backend-Darstellung nehmen. Dann haben wir noch libtrm Groups, wo Groups spezielle Funktionen beinhaltet sind, gekapselt sind, die dann von mehreren Erweiterungen benutzt werden. Und libtrm Groups Responsive, das ist eine Library, die unsere Frontend-Views responsiv machen, sodass sie auch sehr gut für mobile Geräte eben dargestellt werden. Also man stellt sich vor eine Tabelle, die über mehrere Spalten geht und im mobilen Gerät halt nicht eben schön aussieht, wird dann eben umgebrochen und untereinander dargestellt und so. Dann haben wir noch ein Plugin, das die Synchronisierung zwischen den Joomla-Benutzern und den Benutzern in TRM Groups realisiert. Also das heißt, wenn man in Joomla einen neuen Benutzer anlegt, dann wird der synchronisiert und auch in Groups angelegt. Man kann auch in Groups Benutzer anlegen, dann wird er in Joomla angelegt. Man kann allerdings nicht in Groups Benutzer löschen. Das geht wirklich nur dann wieder in Joomla. Also da wollen wir dann nichts damit zu tun haben, falls da irgendwas schief läuft und wir irgendwie Benutzer löschen. Das ist also nicht mit drin. Und noch viele Module, die ich auch gleich zeigen werde. Das sind Module, die jetzt hier rechts im Grünen drin stehen. Quicklinks haben wir, Quick Pages haben wir die ganze so, mit Linklist und Content. Und die zeigen dann immer benutzerspezifische Inhalte an. Das sieht man jetzt hier in dem Beispiel ganz schön, hoffe ich. In dem Roten, das ist eine Ansicht der Komponente. Und rechts sind dann die drei Module, die jetzt da eben aufgezeigt waren. Und dadurch, dass ich hier in dieser Mitarbeiterliste auf Rost geklickt habe, wissen jetzt die Module, dass sie also Inhalte oder relevante Informationen zu dem Wolf Rost anzeigen müssen. Also sie zeigen zum Beispiel einmal oben in Quick Pages Link List, zeigen sie Artikel an, aber jetzt nur als Links, die ich in meiner Kategorie habe, die ich veröffentlicht habe. Also das wäre zum Beispiel, man kann es schlecht lesen, das wäre zum Beispiel Publikationen oder auch Arbeiten, die ich anbiete oder mein Lebenslauf zum Beispiel. Und in der Mitte haben wir dann Quick Pages Content. Das zeigt dann Artikel schon mal so mit einer Vorschau an und nicht eben nur als Link oben. Da könnte dann zum Beispiel drinstehen, Veranstaltungen heute fallen aus. Zum Beispiel wäre vielleicht ein Artikel, der relevant ist, wenn man auf den Dozent zum Beispiel klickt und schauen will, ob er irgendwelche neuen Sachen veröffentlicht hat. Wie zum eben, dass heute nicht kommt.
Und rechts unten haben wir dann noch unsere Kontaktansicht, die mit dem Modul Members haben wir das genannt, also TM Groups Members, die jetzt so den Kern eigentlich von TM Groups ausmacht und darstellt, weil wir hier jetzt sehen, dass zu einem Mitarbeiter, zu einem Dozenten noch mehrere Attribute hinzugekommen sind. Also in dem Beispiel haben wir unten noch die Telefonnummer hier unten und noch die Raumnummer. Und das ist eben mit Groups möglich. Und wie ist das möglich? Das zeige ich jetzt hier im nächsten Bild. Erstmal so ein bisschen abstrakt. Also wenn man TM Groups installiert, kommt es schon mit statischen Typen, die sehr abstrakt sind und allgemein. Also einfach nur der Typ Text. Das ist dann, wäre dann letztendlich ein Attribut, das irgendeinen Text darstellt. Oder das Attribut Link, das dann irgendeinen Link darstellt. Und der Seitenbetreiber oder der Administrator kann jetzt entscheiden, aus statischen Typen dynamische Typen zu machen. Also wir machen zum Beispiel in der obersten Zeile, machen wir jetzt aus Text zwei Namen, zwei dynamischen Typen. Und hinter diesem dynamischen Typ steckt letztendlich ein regulärer Ausdruck, um später, wenn der Benutzer dann seinen Vornamen oder Nachnamen eingibt oder eben seinen Username, das zu validieren, damit wir sicherstellen können, dass der Benutzer da jetzt nichts reingeschrieben hat, was wir da nicht wollen in den Werten. Und so können wir eben dann aus Text einen Typ Name machen, der nur Buchstaben hat, oder eben einen Typ Name, der dann alphanumerische Sachen hat für den Username oder eben oben für den Vornamen und Nachnamen. Okay. So. Ein weiterer wichtiger Punkt hier ist, dass man jetzt die Attribute, die wir auf der rechten Seite haben, zu Profilen zuordnen kann. Und die Profile werden dann von verschiedenen Gruppen benutzt. Also wenn man auf der Mitarbeiterseite, die wir eben gesehen haben, auf meinen Namen geklickt hat, dann bin ich in der Gruppe Mitarbeiter und dann weiß quasi das Modul, welche Attribute es anzeigen muss, was wir unten in diesen Kontaktinformationen gesehen haben. Und das ist dann eben in den Profilen festgelegt. Und ich habe es hier auch nochmal dargestellt. Also in dem Profil würde dann stehen, ich will den Vorname, Nachname angezeigt bekommen, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer, Raum und eben meine Sprechzeiten. Das steht in dem Profil drin. Und das Modul weiß eben, welcher Benutzer es ist und in welcher Gruppe er ist. Und dadurch wird das dann eben dynamisch da angezeigt, die Kontaktinformation. Wir haben auch noch Rollen. Also in jeder Gruppe gibt es verschiedene, oder jeder Benutzer auf der linken Seite hier ist ein Benutzer, hat Rollen. Und diese Rollen hat er in bestimmten Gruppen. Also der Benutzer hier hätte zum Beispiel Director und PhD Student in iCampus. Aber die unteren drei Rollen dann zum Beispiel in TRM. Wichtig ist hier zu sagen, dass diese Rollen jetzt nichts mit der ACL zu tun haben. Die werden letztlich hier dann nur verwendet, um in einer Ansicht festzulegen, wer zum Beispiel oben steht und wer dann da weiterkommt. Also oben steht auf jeden Fall der Director in der Gruppe, von iCampus-Teammitglieder steht auf jeden Fall der Projektleiter und danach kommt eben hierarchisch, kann man dann angeben, danach kommen dann von mir aus die PhD-Students, danach die normalen Studenten, Tutoren etc. Und die Rollen, nochmal, haben nichts mit der ACL zu tun von Joomla, sondern sind letztendlich nur für diese Darstellung dann da. Quick-Pages hatte ich eben ja schon mal angesprochen und haben wir eben auch schon gesehen. Also man hat zu einem Profil, zu einem Benutzer wird dann eben relevanter Content angezeigt, die eben für diesen Benutzer dann letztendlich wichtig sind. Das sehen wir hier. Also wenn ich Wolf Rost ausgewählt habe, haben wir eben schon gesehen, wird eben Content, der zu diesem Benutzer passt, angezeigt. Eine weitere schöne Sache eigentlich ist das Members-Modul. Hier hat man üblicherweise einen Artikel auf der Seite, wird dargestellt. Das ist hier links
dargestellt. Und aus diesem Artikel, der Artikel hat zum Beispiel etwas mit dem Sekretariat zu tun, dann kann das Modul alle oder die Gruppe des Sekretariats anzeigen, um zum Beispiel dann direkt Kontakt mit den Personen aufzunehmen, weil man noch mehr über den Artikel wissen will oder so. Und das wäre dann hier, also hier links, ein bisschen abgeschnitten oben, weil letztendlich der Artikel nicht wichtig ist, ist also ein Artikel dargestellt. Und aus dem Artikel kann dann hier mit einem String Informationen ausgelesen werden und entsprechend dann die Mitglieder, die eben zu dieser Gruppe passen, dargestellt werden. Ich muss jetzt sagen, diesen String habe ich jetzt nur hier drin gelassen, der ist natürlich normalerweise nicht sichtbar. Also der ist dann nicht mehr im Artikel drin und ist jetzt eben nur zur Demo, damit man sieht, dass das also möglich ist. Man kann da eine Gruppe angeben und dann wird sie letztendlich rechts in diesem Modul angezeigt, wenn eben der Artikel angezeigt wird. Gut, ich hatte ja gesagt, wenn wir noch ein wenig Zeit haben, will ich auch nochmal auf unsere iCampus Entwicklungsinfrastruktur eingehen und man kann auch alles sehen. Also gerade deswegen, weil wir immer wieder jedes halbe Jahr neue Leute bekommen, viele Leute weggehen, ist es dann erstmal für die Neulinge, sage ich mal, schwer, direkt perfekt zu programmieren, schönen Code, die schöne Funktionalität umzusetzen und das eben alles sauber zu strukturieren. Und deswegen haben wir hier in der Mitte dargestellt ein Continuous Integration System. Wir benutzen Jenkins bei uns, welches dann letztendlich den Joomla Coding Standard drüber laufen lässt, unseren eigenen Standard drüber laufen lässt über den Code. Messdetektor, die ganzen PHP-Tools, die es da eben gibt, um sicherzustellen, dass man immer noch eine vernünftige Codequalität hat, wenn was geändert wurde. Außerdem werden natürlich noch die ganzen Metriken ausgegeben, die man berechnen kann. Wir haben außerdem oben links einen Issue-Tracker. Wir hatten früher Redmine benutzt, sind davon aber weg und benutzen jetzt Jira. Dort kann man auch, was bei uns in Projekten auch mal vorkommt, dann Scrum umsetzen. Also das unterstützt das, das hat Plugins dafür. Oder eben auch Kanban zum Beispiel. Oder letztendlich ganz normale Softwareentwicklung. Also man hat dann Tickets, die können sich Leute ziehen, man hat Teams und die werden dann gehen weiter und werden erledigt und so. Da haben wir also unseren Issue-Tracker drin. Werden auch Bugs ab und zu gemeldet. Wir haben die Versionskontrolle natürlich. Wir haben erstmal bei uns intern in der Infrastruktur Gitblit verwenden wir, wo unsere Repositories liegen. Aber wenn wir sagen, wir haben jetzt ein release-fähiges Produkt oder eine neue Version, dann publishen wir das auch auf GitHub, damit das natürlich für die Welt auch öffentlich zugänglich ist. Gerrit benutzen wir auch. Wem Gerrit nichts sagt, das ist ein Review-System. Ich hatte es eben schon angesprochen, wir haben immer wieder neue Entwickler, die noch nicht so erfahren sind mit Joomla. Und wenn die letztendlich Code in unser Repository pushen wollen, wird das erstmal in ein Review-System abgelegt. Dort wird ein Ticket erstellt. Der Jenkins läuft drüber. Wenn Jenkins sagt, alles ist okay, Metriken werden eingehalten, dann gibt der schon mal den Daumen hoch. Letztendlich muss dann aber noch ein zweiter Reviewer kommen, meistens halt der Projektverantwortliche, schaut sich auch nochmal die Codeänderungen an, sagt auch Daumen hoch und dann erst werden die Änderungen in unseren Master gemerged. Was auf der rechten Seite alles ist, das hängt an dem Jenkins dran, weil wir neben Metriken und Code-Check-Style auch natürlich Tests ausführen. Also wir haben Unit-Tests und Oberflächentests und die Unit-Tests lassen wir einfach mit PHP-Unit durchlaufen und für die Oberflächentests haben wir ein Grid, also Selenium Grid Hub nennt sich das. An Selenium Grid Hub kann man mehrere Maschinen dranhängen, die unterschiedliche Settings haben. Zum Beispiel hat man eine Windows-Maschine, die dann drei verschiedene Browser hat, Internet Explorer, den Chrome und den Firefox. Und mit diesen Browsern werden dann die Oberflächentests ausgeführt. Und das kann man auf viele Maschinen dranhängen.
Und das wird natürlich auch wieder zu Jenkins reported. Außerdem haben wir natürlich noch verschiedene Webserver, wie unseren Testserver, auf dem dann vor einem Release nochmal der aktuelle Stand drauf ist und man auch nochmal durchklicken kann. Also das ist dann wirklich für den, der letztendlich entscheidet, das ist jetzt ein releasefähiges Produkt. Ich will aber das nochmal auf einer Live-Seiten-ähnlichen Seite, Testseite eben sehen und da mich auch nochmal durchklicken. Und das kann er eben auf unserem Testserver. Und ja, die anderen sind halt eben die Live-Server. Habt ihr Fragen zu dieser Entwicklungsinfrastruktur? Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich und bin fertig mit meinem Vortrag. Da ist noch eine Frage. Ja? Ich dachte, das wäre jetzt nur die Frage zu der Entwicklungsstruktur. Ich habe noch eine Frage zu der Komponente an sich. Ja, klar, gerne. Kann man jederzeit ausprobieren? Ja, ja. Wir haben. Auf GitHub jetzt. Ja, auf GitHub auch, genau. Oder nur da? Wo kommt man her? Einmal an GitHub. Dann könnte man nach iCampus suchen, also nach unserer Arbeitsgruppe. Hier nach iCampus, da müsstest du die finden. Du kannst auch auf unsere Seite gehen, da sollte sie auch beschrieben sein, dann die zwei Erweiterungen. Und du hast jetzt aber das Backoffice gar nicht bezahlt, ne? Genau, ja. Bei uns ist das Backend eigentlich nur die Ressourcenverwaltung. Also man hat die Manager-Views, wo dann die Ressourcen aufgelistet sind in der Liste. Und letztendlich dazu dann die Detail-Views. Also mich würde jetzt interessieren, ob diese Rollen konfigurierbar sind oder sind die fest vertraglich? Nee, das ist auch alles konfigurierbar. Ja, man kann neue Rollen anlegen, man kann neue Gruppen anlegen, neue Benutzer und die letztendlich dann auch alle verknüpfen miteinander. Das können wir auch gerne gleich nochmal durchgehen, also mal ins Backend reingehen. Ja, würde mich schon interessieren, kann ich mich auch angucken, ne? Aber ja. Okay. Gut. Wollen wir uns gleich zusammensetzen, ne? Ja. Okay. Okay, gut. Danke.